Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Im letzten Part sind wir hier einfach so richtig cool abgegangen und haben neue Turbo-Treter gefunden. Ich war einfach begeistert. Und ja, jetzt stellen wir uns hier mal kurz dem kleinen Kämpfchen. Ich glaube, das dauert hier nicht lange. So, Stachiflip. Oh. Krieg ich das hin? Ja, nicht. Oh Gott, wie schlecht. Okay, aber wir haben unsere neuen Treter. Und machen trotzdem 3 Schaden, obwohl ich nur einmal getroffen habe. Wie geil. Ja, wir kriegen auch nur einen Erfahrungspunkt, ey. Wie traurig. Okay, cool. Leben, leben, leben. So, da kommt doch bestimmt noch einer, oder? Boah, da kommt er einfach angedüst. So, und zwar, wir haben jetzt hier noch so einen Block. Aber wir wissen nicht, wie wir da rankommen. Ist das noch... Ja, keine Ahnung. Nee, das verstehe ich nicht. Wir haben ja auch nichts Unsichtbares, oder? Nö, hier ist nichts weiter. Hier? Hier komme ich... auch nicht weiter, denke ich. Nee, ich komme auch nicht weiter rüber. Ich wüsste auch nicht, wie ich weiter springen kann. Ach doch, ich kann jetzt höher springen. Ah, ja, ich bin so dumm. Ich bin so doof, ich bin so doof. Ich habe das jetzt, ich habe das doch gerade gelernt. Sorry. So, geht ja jetzt. Muss ich erstmal mit klarkommen, Leute. So, also theoretisch, ich werde mal kurz... Ja komm, ich lasse den mal kurz liegen. Toll. Schnell weg hier. Und dann baller ich mir schnell den Ahornsirup rein, damit ich wieder ein paar BP-Punkte generiere. Und dann nehme ich mir den mit hier. Zack, Sternwind. Klar, hä, ich bin doof. Ich kann das doch jetzt hier. So. Gucke mal, wie das geht. Jetzt kann ich darüber fliegen. So, da in der Tür war, da in der Röhre war ich schon drinnen. Die hat mich, glaube ich, wieder irgendwie zurückgebracht. Aber da drüben in der Tür war ich noch nicht. So, neue Ereignisse erwarten uns, hoffentlich. Ich bin gespannt. Und dann werden wir natürlich auch zurück auf die Blütenfelder zurückkehren, sobald wir hier unten fertig sind. Ihr habt mir schon in die Kommentare geschrieben, ihr habt noch einiges zu tun. Die Tür ist von der anderen Seite fest verschlossen. Nein! Was soll das denn? Ist hier noch was? Nö. So, wo ging es jetzt hier hin? Hier ist irgendwas kaputt gesprengt. Ah ja, jetzt kommen wir zu dem Typen. Wir haben sehr viel Geld. Wollen wir mal... Ja, ein Straßenfegerorden. Besiegt manche Gegner schon auf der Oberwelt. Hä? Müsst ihr mir mal erklären. Gute Entscheidung, ich danke dir zutiefst. Aber wenn du geglaubt hast, dieses Item wäre gut, dann das nächste. Kann man da noch mehr bekommen? Ich habe keinen Platz mehr. Gut, dann wäre das sowieso nur ein normales Item gewesen, deswegen ist mir das auch gerade Wurst. Aber wäre mal cool zu wissen, Leute, kann ich da noch einen Orden bekommen? Oder war das jetzt das einzige Ding, was jetzt voll krass war? Erstmal. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz pennern. Straßenfegerorden, will ich mir noch kurz angucken. Warte mal. Nee. Straßenfegerorden. So, der Straßenfegerorden. Wo ist er denn? Ich sehe nicht. Ah. Ein schwächerer Gegner wird durch einen Erstangriff bereits in der Oberwelt besiegt. Hä? Das ist doch dasselbe wie das, oder?
bereits in der Oberwelt besiegt. Erläutert mir das mal jemand? Oder sind die Gegner dann noch schwächer als vorher? So, hier war ja nichts weiter, ne? Ne. Okay. Ich würde nochmal kurz pennern gehen. Und dann gehen wir zurück auf die Blütenfelder. Ihr habt mir schon erzählt, dass es dort wohl auch noch ein paar Tricks gibt, wo man noch was abstauben kann. Ach so, tot. Sorry übrigens, ich bin aktuell ein bisschen verschnupft und ein bisschen heiser und ja. Kaffee, ahoi. Ich weiß gar nicht, sollte ich mal ein bisschen Items lagern? Bevor ich jetzt wieder zurückgehe. Denn da wird es natürlich auch wieder viele Items geben. Und ich setze die immer nicht ein. Ihr habt mir schon gesagt, ich soll die einfach mal einsetzen. Aber warum soll ich die einsetzen? Ich sammle lieber Items. Nein, nein, nein. Verkaufen ist ja jetzt auch nicht mehr notwendig, sag ich mal. Lagern. Ich habe zwei Lebenspilze, ne? Wackerkick, Donnerzorn, Goldbeere. Die Beeren behalte ich mal. Honigsirup. Das ist auch so. Das kann ich wegschmeißen, glaube ich, dann. Allgemein, da kann ich sehr viel wegschmeißen. Oder, ja, ich kann es mal verbrauchen, ne? Ja, Gelee Royal, das lasse ich erstmal liegen, weil ich habe eh nicht so viele BP, dass mir das jetzt von Nutzen sein werden würde. Und Wackers Kick ist auch eher was fürs Endgame. Ganz ehrlich, die zwei lasse ich erstmal liegen. So, die zwei lasse ich erstmal liegen. Es ist einfach so, warum soll ich Wackers Kick mit mir rumschleppen? Ich habe, das ist was, was ich einsetze, wenn ich 25 HP und 25 BP verloren habe. Aber aktuell habe ich ja genau so viel und dann wäre ich ja tot. Deswegen, da warte ich noch ein bisschen. So, wir gehen weiter. Durch die Blütenfelder. Und mach mal kurz einen Cut. Und wir sehen uns dann an einer Stelle wieder, wo ich was in den Brunnen schmeißen muss. So, da bin ich auch wieder, Leute. Ich bin jetzt einfach bei der Pflanze Petunia, von der wir den Bohnenrankensamen erhalten haben, gerade durchgelaufen. Und da sind wir jetzt nochmal am Brunnen ankommen. Schnupper, Schnupper. So, und ihr habt mir nämlich gesagt, in den Brunnen sollen wir unbedingt eine blaue Beere reinwerfen. Eine Azurbeere, denke ich mal, demnach. Oh, Schnupper. Wer wirft da seinen Müll in meine Quelle? Wie? Das ist ja eine Azurbeere. Die mag ich besonders gerne. Vielen Dank. Ich gebe dir dies dafür. Jo, geil. In Orden. Sparblütenorden erhalten. Jede Attacke, die dich BP kostet, wird um eins günstiger. Das ist geil. Den können wir auch kaufen. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank für die Info. Und ihr habt mir noch einen weiteren Tipp gegeben. Ich soll unbedingt quasi einen Bildschirm vor Petunia. Also quasi der hier. Da soll ich mal gegen die Bäume hauen. Ich glaube, ich muss erstmal hier ein bisschen aufräumen, Leute. Zack. Und zwar, wir sind so stark, ne? Wir machen erstmal Multijump, würde ich sagen. Bam. Oh Gott. Okay, wir haben auch ein neues Angriff, Setting, Ding ins Pups, ne? Habt ihr gemerkt? So. Oh Gott, Frame-Brüche. Aber geil. Sehr, sehr schön. Und 3 Erfahrungspunkte. Alter, wir haben 8 Erfahrungspunkte. Wir haben bald nochmal ein Level Up. Da freue ich mich drauf. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, soll ich in BP investieren? I'm not sure. Den Bienen ist auch sau schwer auszuweichen, ne? Ah gut, guck mal. 2 Bienen. Zack. Alter, 5 Schaden. Mit einer normalen Attacke, das ist so geil. Und ich bin halt ungebufft, ne? Das ist so gut. So, dann pritzel ich den nochmal weg. Zack. Und tschüss. Und auch die Bienen haben wir hier zermürbt. Gibt nochmal 2 Erfahrungspunkte. Schön. Wir sind richtig, richtig stark geworden. Und hier kriege ich die ganze Zeit Sirup. Das ist auch geil. Okay.
Ich soll nämlich, wie Zelda-like, rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor, gegen die Bäume hauen. Und dann kommt noch ein Orden einfach raus. Die BP regenerieren sich während des Kampfes langsam. Blumensägenorden. Auch mega geil. Sehr schön. Danke, 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 liebe Leute, für diese Tipps. Und wir werden jetzt mal die Ranke hochklettern, würde ich sagen. So. Wie geht das? Ach ja, okay. Da kann ich mal einen Schluck Kaffee trinken, würde ich sagen. Sehr, sehr gut, ey. Ich freue mich voll. Also, wir sind jetzt quasi schön geupgradet mit unseren Schuhen und kommen jetzt ins quasi nächste Bossgebiet. Oder in den nächsten Dungeon, wie man auch immer das nennen mag. Wir haben hier noch schön Orden abgestaubt. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob es noch was gibt da unten, was ich vergessen habe. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt hier rein. Hier war auch noch irgendwas, was ich gesehen hatte. Ich weiß aber gar nicht, ob das hier war. Da lag auch noch irgendwo ein Orden oben hinter einer Wolke. Weiß aber jetzt nicht, ob das auf dieser Etage war. Miau. Oder noch eins weiter oben. Also es geht hier auf jeden Fall nach rechts. Dann gucken wir erstmal nach rechts, würde ich sagen. Und schön die Augen immer offen halten. Jetzt geht es hier eine Treppe hoch. Gibt es bestimmt auch neue Gegner. Hey, das ist irgendwie cool gemacht hier. Über die Wolken laufen. Okay. Ist das der Boss? Bist du der Mann namens Mario? Und hast du die Puff-Puff-Maschine zerstört oder nicht? Was hat dich dazu getrieben? Du hast meinen Plan, die Blütenfelder zu zerstören, völlig ruiniert. Ich war gerade dabei, diese sonnenüberflutete Hölle in ein Wolkenparadies zu verwandeln. Aber ich kann wohl nicht verlangen, dass jemand von deiner Intelligenz das alles versteht. Leider muss ich dir mitteilen, dass König Bowser mir befohlen hat, dich zu besiegen, falls du hier auftauchen solltest. Aber ich würde dich auch vernichten, wenn ich nicht den Befehl dazu erhalten hätte. Du wolkenvernichtendes Biest. Bestie, du kannst den Stern nicht retten. Jetzt wird es stürmisch. Ach komm. Ist er das? Hä, es geht direkt in den Bossfight rein? Okay, das hat mich jetzt irgendwie überfordert. Mitglied wechseln. Wir schauen uns erstmal an, was der kann, würde ich sagen. Einmal scannen, bitte. Schnaufula, tatsächlich. Das ist Schnaufula. Er ist ein gigantisches Wolkenmonster. 60 KP, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Seine Donnerattacke ist sehr gefährlich. Wenn du dich nicht verteidigst, wirst du massiven Schaden erleiden. Wenn du ihn angreifst, erscheinen kleine Wolken namens Schnuffis. Ihre Anzahl entspricht den erlittenen Schaden. Wenn du die Schnuffis in Frieden lässt, wird Schnaufula sie verschlucken und seine KP regenerieren. Ach du Scheiße. Du musst geschickt taktieren, um diesen Kerl zu schlagen. Okay. Ja, hört sich aber machbar an auf jeden Fall. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, wir starten einfach mit einer normalen Sprungattacke rein. Jo, let's go. Oh, okay. Meister Schnuffula, ich will Mario auch verklopfen. Erzählen Sie mir die Erlaubnis zum Angriff. Ja, auf ihn. Okay, so ein Scheiß ist das. Alles klar. Okay, der frisst die jetzt und kriegt 4. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, Strategie. Mitglied wechseln. Wir gehen mal rüber zu. Zu Watt. Und ich booste erstmal meinen Angriff. So, Megaschock, Turbolader. Genau. Let's go.
Bam. 4 Runden plus 1. Und dann geht's wieder drauf. So. Und der kann jetzt 6 KP regenerieren, scheinbar. Ah, okay. Ich krieg 2 Schaden. Ja, das ist vollkommen okay. Aber wenn ich gleich die Verteidigung plus 1 drin habe, ist das eigentlich egal. Oh Gott! Los! Oh Gott. Okay, nochmal 2 Schaden. Aber geht voll klar. Der ist jetzt nicht so stark, muss ich sagen. Okay, Strategie. Fähigkeiten. Nee. Zack, Mitglied wechseln. Jetzt gehen wir zu Sushi. Und erhöhen unsere Verteidigung erstmal. Wasserblock. Zack, let's go. So, auch 4 Runden. Verteidigung plus 1. Sehr geil. Und jetzt ist die Frage. Ich kann jetzt die Schnuffis angreifen, ne? Kann ich das auch mit einem Sternsturm? Jo. Ich mach das mal. Und hoffe, dass ich die damit alle besiege. Das wäre, glaube ich, ganz geil, oder? Jo, sind alle tot. Geilo. So, die müsste gar keinen Schaden mehr machen. Machen trotzdem noch Schaden. Okay, das ist komisch. Egal. So, er regeneriert ein bisschen KP. Ist aber nicht weiter schlimm. So, jetzt ist auf jeden Fall der Move gekommen, wo ich angreifen werde. Let's go. 2x6 Schaden. Und du kannst jetzt eigentlich Tsunami machen, oder? Oder ich wechsle halt auf Powerbombe. Könnte ich auch machen. Powerbombe? Tsunami? Tsunami bin ich nicht so gut. Komm. Bombette, let's go. Auf an Start. Megabombe. Jawohl, Alter. Achso, da entstehen ja, während ich das tue, entstehen ja schon wieder neue. Du hast es so gewollt. Nun werde Zeuge der Macht meines Sturms. Meister Schnuffula, lasst ihn mir. Was? Oh Gott. So, regeneriert er sich wieder? Ne, der macht einen Donnerschlag. Darf ich den jetzt angreifen? Ich weiß gar nicht. Ich mach lieber nochmal Sternsturm. Oder... ich verteidige mich. Mitglied wechseln. Mit Lucky Lester. Der hat auch so eine Fähigkeit, oder? Fähigkeiten... ja, erzeugt eine Wolke, um Mario zu verstecken. Ich mach das mal. Ach so. Die Chance, getroffen zu werden, ist gefallen. Ach so. Ich dachte, ich werde komplett... naja, egal. Okay, dann machen wir nochmal Sternsturm, würde ich sagen. Let's go. Baller ihn weg, Junge. Habe ich gerade gar keinen Schaden gemacht? So. Zack. So, was passiert jetzt? Jetzt kommt der krasse Angriff. Oh, 10 Schaden. Heilige Scheiße. Wie gefällt dir das? Ich hätte, glaube ich... wow, Meister Schnaufula, ihr seid wahrlich der Mächtigste. Ich hätte, glaube ich, was anderes machen sollen. Okay, meine Angriffskraft ist wieder normal. Das ist schlecht. Okay, was habe ich für Items? Ich habe sowieso Lebenspilze dabei. Das ist ja nicht schlecht. Okay, was kann ich machen, um den jetzt zu vernichten? Also ich könnte jetzt normal nochmal draufspringen. Ich würde
10 Schaden machen. Shit, ey. Okay, pass auf. Ich hab einen Plan. Ich hoffe, das klappt so. Ich spring mal rüber auf Bu. Dann mache ich hier einen normalen Sprungangriff. Zack, ne? So, und sie macht jetzt unsichtbar. Mario. Genau, ich werde mal unverwundbar für eine Runde. Aber ich krieg trotzdem Schaden? Nee. Alles ging daneben. Ich hoffe, der greift mich jetzt auch an oder heilt er sich? Der heilt sich, ne? Der heilt sich. Der Penner. Boah, plus 14, Alter. So, und jetzt krieg ich... Ja. Jetzt krieg ich aufs Maul. Ist schlecht. Ich könnte Erfrischung machen. Oder ich jump nochmal drauf. Nee, komm, ich mach mal Erfrischung. War, glaube ich, ein schlechter Move jetzt, ne? Ich hätte vorhin das mit Bu machen sollen. Aber ich dachte eigentlich, er hat denselben Effekt, aber nein, das war nicht so. Ich mach mal Erfrischung. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Du sollst auch wieder A drücken, oder? Mir jetzt gar nichts passiert. Der braucht Wolken, um das zu machen. Der braucht Wolken, um das zu machen. Haha. Du Penner. Nichts ist passiert. So. Ja, ich krieg doppelte Angriffskraft. Hoho. Oh, nice. Dann schaffe ich ihn doch jetzt, oder? Let's go. Nee, nicht doppelte, aber trotzdem krasse Angriffskraft. Ja, dann habe ich ihn doch jetzt auch. Pass auf. Mitglied wechseln, Bombette, dann machen wir hier noch einen richtigen Explosion und dann ist vorbei. Tschüss. Ich hab sie besiegt. Alle. Und jetzt gibt's einen fetten Level-Up. Sehr gut, Leute. Nice. Und ich gehe, glaube ich, diesmal... Ich gehe auf BP, Leute. Ich gehe auf BP. Nein, ich kann nicht verlieren. Einfach explodiert. Nice, Leute. Haben wir gut gemacht. Aber ich hatte natürlich auch echt Glück, dass jetzt dieser Angriff kam mit doppelten oder ja, mit erhöhten Schaden. War nochmal 3 Schaden mehr, ne? Hab 16 Schaden mit einem normalen Angriff gemacht. Aber ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Part hören wir uns mal an, was der kleine Stern hier zu sagen hat. Und dann geht's erstmal zu Prinzessin Peach wieder. Tschüssi, Leute!